Hallo, ich bin Matthias, der Entwickler von CraftSale, und in diesem Video zeige ich dir, wie du Artikel aufnehmen oder löschen kannst und wie du einen bestehenden Artikel als verkauft markieren kannst. Artikel sind in CraftSale in Listen organisiert und du kannst einen neuen Artikel jederzeit aus einer Liste aufnehmen, indem du unten in der Toolbar auf das Plus-Symbol drückst. Eine andere Möglichkeit ist, in einem bestehenden Artikel ebenfalls unten in der Toolbar das Plus zu verwenden, um einen neuen Artikel aufzunehmen oder mit dem daneben befindlichen Symbol den bestehenden Artikel zu duplizieren, das heißt seine Einstellungen, Fotos etc. zu übernehmen. Ich werde jetzt erstmal mit einem neuen Artikel weitermachen. Für einen neuen Artikel muss ich auf jeden Fall eine Artikelnummer vergeben und je nach Einstellungen in dem Shop muss diese Artikelnummer eindeutig sein oder nicht. Außerdem kann ich eine Beschreibung hinterlegen, soweit das mein Shop zulässt, kann den Preis vergeben und eine Lagermenge, die ich von diesem Artikel habe. Anschließend können ein oder mehrere Merkmale des Artikels aus Auswahllisten gesetzt werden. Und wenn es dort Einträge gibt, die in dieser Auswahlliste noch nicht enthalten sind, kann ich dafür auch neue hinzufügen. Außerdem kann ich hier auch die Auswahllisten umsortieren oder bestehende Einträge löschen. Das gleiche gilt für weitere Merkmale wie Farben, Material, Muster etc. Am Ende der Bearbeitung kann ich den Artikel sichern oder, was ich jetzt gerade noch sehe, der Artikel kann natürlich auch ein oder mehrere Fotos beinhalten. Durch Touchen auf das entsprechende Symbol ist es möglich, ein Bild entweder aus der Fotomediathek zu wählen, wenn es ein bestehendes Bild ist, oder ein neues mit der Kamera aufzunehmen. Die andere Möglichkeit, wie angesprochen, ist, einen bestehenden Artikel zu duplizieren. Ich mache das gerade einmal. Beim Duplizieren seht ihr jetzt schon, dass die entsprechende Artikelnummer als rot markiert wird und ich kann nicht sichern, weil diese nicht eindeutig ist. Erst bei eindeutigen Nummern ist ein Sichern möglich. Außerdem ist die Lagermenge auf 1 gesetzt worden. Das müsste ich gegebenenfalls ändern für den neuen Artikel. Und dieser neue Artikel beinhaltet keine Verkaufsinformation. Ich breche es an dieser Stelle einmal ab. Wenn ich einen Artikel verkaufe, dann nutze ich dafür unten den kleinen Einkaufswagen in der Toolbar. Ich werde aufgefordert, die Verkaufsmenge und den Gesamtpreis des Verkaufes anzugeben, der sich aus dem aktuellen Artikelpreis und der Verkaufsmenge ergibt. Wenn ich dort andere Werte angebe, wird ein entsprechender Rabatt angenommen für den Verkauf. Ich mache das jetzt gerade einmal. Ein Artikel, den ich verkauft habe, bekommt unten einen entsprechenden Datensatz, sodass ich jederzeit das Verkaufsdatum, die Uhrzeit und die entsprechenden Informationen wie Menge und Preise dort erkennen kann. Bestehende Artikel können grundsätzlich bearbeitet werden durch einen Touch auf das entsprechende Symbol oben rechts, sodass ich alle Werte ändern kann. An dieser Stelle kann ich auch Verkäufe wieder löschen oder auch verändern. Zum Verändern eines Verkaufes touche ich auf den entsprechenden Eintrag und kann so Menge, Preis und Rabatt verändern oder auch das Verkaufsdatum setzen. Das kann durchaus Sinn machen, wenn ich Verkäufe erst nach einem Markt nachträglich erfasse beispielsweise. Außerdem kann ich im Zweifelsfall auch einen Verkauf löschen durch Touchen des entsprechenden Symboles hier. Das passte nicht. So, des Symboles. An der Stelle gibt es die Möglichkeit, dass ich die Verkaufsmenge wieder auf die Lagermenge aufschlagen lasse. Wenn ich einen Artikel löschen möchte, muss ich dies aus einer der entsprechenden Artikellisten machen. Entweder auch hier über das Bearbeiten und das Symbol oder durch ein Wischen nach links. Ich werde danach noch einmal aufgefordert, die Löschung auch wirklich zu bestätigen. Fertig. So, das war Artikel aufnehmen, bearbeiten, löschen, verkaufen in CraftSale. Viel Spaß beim Ausprobieren. Natürlich würde ich mich sehr über dein Feedback freuen, eine Bewertung oder vielleicht sogar eine Rezension im App Store. Und bis zum nächsten Mal.